Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter World. Ich habe mir wieder meine stylische Steampunk-Rüstung angezogen. Und werde jetzt heute erstmal mit ein paar Leuten quatschen, denn wir haben beim letzten Mal ja den guten Zura Magtaros in die Flucht geschlagen und uns ist da ein Dude begegnet, der ein bisschen verdächtig aussah. Beziehungsweise nicht begegnet, aber den haben wir gesehen und jetzt quatschen wir erstmal mit den Leuten, um zu wissen, was los ist, weil wir haben ja alles erledigt. Wann kommen wir eigentlich in eine neue Welt? Fünfer, ich habe tolle Nachrichten. Nachrichten. Okay. Neuigkeiten, meine ich. Hör dir das an. Im Laufe des letzten Einsatzes ist die Kommission in den Besitz eines unglaublich guten Schiffs gekommen. Mit ihm und meiner 40-jährigen Erfahrung mit hiesigen Wellen und dem Wetter macht das Meer uns keinen Strich mehr durch die Rechnung. Deshalb habe ich entschieden, dass es am besten wäre, eine regelmäßige Route von hier in die alte Welt einzurichten. Das Ziel ist es, unseren Nachschub zu verbessern und die Häufigkeit zu steigern, mit der es kommt. Das ist kein Problem, ich steche mit meiner neuen Schönheit in See. Unsere Freunde in der Heimat beladen sie und zack, sind wir da. Ich habe also ein verlockendes Angebot für dich. Wenn du willst, kann ich dir einen Teil meiner Fracht abgeben. Das hier habe ich das erste Mal bekommen. Komm und wirf einen Blick darauf. Atme tief ein, bevor du es aufbrichst. Das ist der einzige Ort, an dem du noch daheim... Der noch dahin riecht. Was? Ja, oh Gott, meine Stimme ist einfach tot. Die Argosy ist ein Handelsschiff, gelegentlich im Hafen festgemacht und direkte Sets an die Jäger verkauft. Das Angebot ist bei jedem Anlegen ein anderes. Es umfasst selten Objekte, die es nirgendwo sonst gibt. Gibt's, genau. Eine Bucht, ein Besuch lohnt sich also, okay. Nach ihrer Ankunft bleibt die Argosy so lange im Hafen, wie du 3 Quests oder Expeditionen brauchst. Nach dem Ablegen bleibt sie für die Dauer von 4 bis 6 Quests weg. Per Warenanfragen kannst du Einfluss auf das Angebot beim nächsten... Okay, nett. Das kauft man sich also mit Punkten, das ist doch schon nicht schlecht. Ich will mir die Objekte ansehen. Berührungsbombe, Dämonenmittel, Eisenerz, Fallgruppen, Monsterfluid, Dunkelkapsel, Barrioskalp und... Ich habe ja mega viele Punkte, ne? Dundo, ein Import aus der alten Welt. Schön, aber nicht als Wertstoff geeignet. Also, lame. Monsterklauen, Ratian Stachel ist natürlich eine nette Sache, aber... Dundo Marie, ja, was soll ich damit anfangen, ne? Panzerhaut, Frostbeutel, Monsterklauen ist Diamantsamen, Rostfleisch und... Schießpulverschuppe. Nö, danke. Waren Anfragen würde ich gerne... ja, aber was bringt mir das denn? Egal. Materialobjekte brauche ich eigentlich, ne? Materialobjekte und dann mache ich hier nochmal Verbrauchsobjekte. Okay, cool. Dann also das. Gut, danke für deine Informationen. Das ist wirklich sehr nett gewesen gerade. So, jetzt können wir noch... Hier oben ist noch jemand zum Schnacken. Das will ich mir natürlich nochmal anhören, was die zu sagen haben. Ach, die Ausrüstungslady. Was ist los? Es ist jetzt so still. Man würde nicht denken, dass es Probleme gegeben hat. Aber in Zeiten wie diesen müssen wir besonders wachsam sein. Du hast ja sicher von der Ruhe vor dem Sturm gehört. I've got new stock in. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Deshalb solltest du dir meine neuen Produkte an... So kann man natürlich auch Sachen verkaufen. Und dich für alles Mögliche wappnen. Also, willst du mal einen Blick auf mein aktuelles Sortiment werfen? Leute, die Lady verkauft dir jeden Schissel. Okay, die hat aber immer noch das gleiche. Was hast du denn für ein neues Sortiment? Willst du mich komplett verarschen? Du hast doch nichts. Hochmetall-Set. Quatsch, Legierungsknochen, Jägerketten. Hast doch nichts Neues. Ist doch, red doch kein Quatsch. So, ist jetzt noch wer auf der Karte, mit dem wir schnacken müssen? Nee. Aber mit dem Chief unten können wir mal reden. Der holt noch was von uns. Und vielleicht kommen wir ja so in die neue Welt. Wollte der Chief was von uns? Ja, der Chief war das. Yo, Chief! Yo, Meister. Meister der Jagd. Was ist los? What's wrong? Was ist los? Genug vom Ausruhen? Klar, ich will mal machen. Ich habe unseren Abschlussbericht zur ältesten Wanderung zusammengestellt. Er ist so dick, dass ich Angst habe, mir fallen die Arme ab.
Jedenfalls musst du dich gedulden, bis ich ihn abgefertigt habe. Könnte etwas dauern. Wenn ich fertig bin, können wir das über die Zukunft der Kommission unterhalten. Möglich, dass wir uns hier verabschieden und in die alte Welt heimkehren. Wir werden sehen. Aber solltest du hier noch irgendwann erledigte Angelegenheiten haben, solltest du dich jetzt darum kümmern. Okay, danke dafür auf jeden Fall. Ich möchte gerne noch ein paar Monster jagen, glaube ich. Ich möchte gerne erstmal mit der Wildtier-Expertin reden. Die hat ja anscheinend noch was zu sagen. Warum fahre ich eigentlich zur Schmiede? Ich hätte zur Kantine fahren sollen. Egal, dann muss ich halt... Muss ich halt nochmal laufen. Oh shit, oh, so viele Treppen. Oh, anstrengend. Oh, Frick. Ah. So, erstmal will ich was essen. Vorsichtshalber, Leute. Vorsichtshalber, erstmal was essen gehen. Ich bezahle übrigens... ja, okay, ich bezahle mit Geld. Ich habe genug Geld. Leckeres Chefkochgericht. Angriff hoch. Das ist gut. Lecker Schmecker. So, Lady, was ist los? Ah, was für ein Leben. Keine dringenden Untersuchungen, keine gigantischen Gefahren. An die Ruhe könnte ich mich gewöhnen. Ich nicht. Ich habe extra neue Waffen gecraftet. Ich will auch Action. Obwohl da eine Sache auf mir lastet. Erinnerst du dich an den Bericht über das Mitglied der Vierten, das beim Untersuchen verdächtiger Spuren verletzt wurde? Außerdem wurden Pucke in der Wildwildnis gesichtet. Das ist nicht ihr natürlicher Lebensraum. Was hältst du davon? Hey, Partner. Vielleicht sollten wir aus dem Halbruhestand zurückkehren und auf eine Expedition gehen. Wir müssen in Form bleiben. Die Spuren waren in der Wildwildnis. Was meinst du? Wollen wir uns das mal ansehen? Jo, begib dich zur Wildwildnis. Ja, 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 will ich noch. Aufgaben. Alles klar, danke dafür auf jeden Fall. Dann gehe ich da jetzt einfach hin. Tschüss! Die Wildturmödnis. Forschungsbasis, Teil der Verwesung, Wildturmödnis. Das ist doch ein Gebiet, oder? Ne, das sind zwei Gebiete. Echt jetzt hier das zwei Gebiete? Ich dachte, das wäre eins. Na gut, egal. Wildturmödnis! Let's do that! Das ist auf jeden Fall, dass es noch ein Gebiet gibt, was wir nicht gesehen haben. Eins gibt es auf jeden Fall immer. Und es gibt vor allen Dingen noch Monster, die wir nicht gesehen haben. Und auf die habe ich richtig Bock. Denn wir haben ja bis jetzt nur einen Drachenältesten gesehen. Zoramaktoros war doch der einzige, oder? Der andere, war das auch einer? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, dass es noch ein paar Drachenälteste gibt, die uns begegnen werden. Nein, ich habe... Gott, meine Ausrüstung ist so bad. Nein. ich will erstmal Objektruhe, Objekte verwalten, will erstmal das hier ausrüsten, genau, damit ich das bestmögliche Zeug mit habe. Hoppi galoppi, weiter geht's hier. Vergessen habe ich schon, ich habe nichts in der blauen Kiste, stimmt? Ich habe nicht meine blaue Kiste, wow. Ich hätte nicht meine blaue Kiste hier, das ist ja fantastisch. So, okay. Irgendwas muss hier also sein. Untersuche die Wildturmödnis. Was ist hier los? Vor allem, wir müssen Pucke jagen, ja? Also nicht jagen unbedingt, aber wahrscheinlich werden wir gegen Pucke's kämpfen. Warum nehme ich einen fucking Pucke Gifthammer mit? Das ist so eine schlechte Idee. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe, Leute. Aber welche? Welche Waffe ist eines Jägers würdig? Ich habe Bock auf die Jägersaxt, Leute. Ich habe Bock auf die Jägersaxt. Die macht Spaß. Mit der haben wir noch nicht so oft gekämpft. Und deswegen nehmen wir die einfach mal mit. So, mit unserem nächsten Steampunk-Outfit. Wir haben... Ja, gegen Wasser waren wir nicht cool, aber sonst waren wir eigentlich gegen alles ganz okay. Außerdem will ich die Rüstung natürlich auch mal tragen, jetzt wo ich mit sie mir gemacht habe. Hui! Hä, what the fuck ist das? Hä? Was seid ihr denn für Dudes? So, kann ich mit euch schnacken? Hä? Hey, was sind das denn für Dudes? Würde mich aber nicht angreifen, oder? Ich meine, das wäre eine schlechte Idee. Kann ich euch... Ehrlich gesagt nicht... Yo, lol! The fuck, Alter? Ich habe eine Waffe, die ist einfach 10-mal größer als ihr. Was wollt ihr denn? Sind das diese Katzen, die man auch aus den vorherigen Teilen kennt? Wow, what? Alter Schwede, was soll das denn? Das geht voll nicht klar, Alter. Tschüss. Ich
Leute, ich einfach in die Luft, mein kleiner Katzenfreund. Oder was auch immer du bist. Okay. Ich wette, das ist eine Katze, die haut gleich... Ja, genau, die vergraben sich. Ja, okay, das waren also die kleinen... Gaia Laka. Lähmungsmesser. Und okay. Das sind also die kleinen Katzendudes. Ja, die kennt man aus vorherigen Teilen schon. Nett. Aber hier läuft auch irgendwas Großes rum. Oh, vielleicht der Barrett. Aber, vielleicht auch nicht. Hey, Barrett. Na, alles fit? Übrigens, unser alter Freund, der Diablos auch. Das ist schön, aber ich glaube, wir werden uns einfach mal von ihm fernhalten. Sir, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Ich tue ihm nichts, also tun sie mir auch nichts. Das ist eine sehr freundliche Angelegenheit hier. Wir wollen ja nicht in Streit geraten. Wir wollen da nicht in Streit geraten hier, mein Lieber. Also wirklich. So geht das nicht. Ich will hier nur in Ruhe Material farmen. Ja, weil hier gibt es jetzt neue Steine abzubauen und dann bin ich auch schon weg. Mein Lieber, ich will nur mal gucken. Ich will nur mal gucken, was hier noch so zu farmen gibt. Ne, ich will gar keinen Ärger mit Ihnen. Also bitte halten Sie sich von mir fern. Ein gewisser Sicherheitsstand. Sicherheitsabstand ist. Wird gebraucht, auf jeden Fall. Blitzklinge. Hasta la vista, du Idiot. Ist das abgebaut? Oder kann ich noch? Ne, da kann ich noch. Sehr cool. Warum diese Sachen immer so aggressiv sein müssen, verstehe ich nicht. Hilfe! Help me! Dich will ich doch gar nicht erjagen. Okay, jetzt ist er aber zum Glück weg. Ha! Er nimmt doch nicht die Verfolgung auf, weil er sich auch denkt. Nein, das macht man nicht. Vielleicht kriege ich so übrigens die neuen Eisenwaffen. Den neuen Material. Ich bin ein großer, großer Fan der Eisenwaffen. Des Eisentrees. Ich hoffe, dass das geht. Das wäre cool. Und vor allen Dingen, was müssen wir hier machen? Wir müssen die Puckerichs finden, ne? Das war unser Objective. Oh! Radians gibt's ja auch. That can't be right. Something's wrong. Hä? Radian gibt's doch hier. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Huh? Look at this trail. Ja. Oh, guck mal, der Pucke. Hallo, Mr. Pucke. What's going on? Ja, easy peasy, würde ich sagen. Easy peasy. Ich muss vorher aber mal einen Energy Drink trinken. Meine Ausdauer ist nämlich ziemlich low. Einen Moment bitte, Mr. Pucke, Sir. Vielen Dank. Was? Ja, natürlich schaffe ich das. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist ein fucking Puke und kein Drachenältester oder sowas. Also ich bitte dich. Don't be ridiculous. Ich bin eine First Light Hunter, Alter. Hä? Seit wann das denn? Seit wann ist denn irgendein Puke tough? Das wäre mir aber neu, meine Liebe. Dass es taffe Pukeys gibt. I don't think so. Oh, du denkst, weil du mich vergiftet hast, bist du jetzt krass. Mr. Pucke, ich muss dich an dieser Stelle leider enttäuschen. Denn ich nehme einfach einen leckeren Anti-Gift-Cracker und dann ist alles wieder cool. Und schieße ein Lebensmesser auf dich. Peng! Hat das funktioniert? Irgendwas gebracht in irgendeiner Fahrtweise. Das war doch ein Lebensmesser, oder? Ich hoffe zumindest nicht, dass es eine Blutbombe war. Auch wenn es gerade nach aussieht. In your head! It's in your head! In your head! I kill you! I kill you! I kill you! 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 Ja, der Puke ist hier aber sehr wütend gerade, muss man sagen. Sehr wütend und ich bin überhaupt nicht begeistert davon. Obwohl eigentlich juckt mich nicht. Au! Yo, watch your tongue, man. Watch your tongue. Ich nehme mir erstmal einen Schluck. Und dann können wir mal weitersehen hier. Mr. Puke. Hey! Hey, das kann daneben gehen. Ich habe meine Waffe nicht geschleift bekommen. Also lass mich mal kurz in Ruhe meine Waffe schleifen. Katzen, lenkt ihn ab.
Los, Katzen, Ablenkattacke! What the fuck? Fliegt doch nicht weg. Ihr seid wahrscheinlich schuld daran, dass der Pucker hier so weird am Stissel ist. Das ist nicht gut, man. Das ist nicht gut. Einfach mal ganz dezent weggeschlagen. Die kleinen Katzen-Dudes. Die sahen in Freedom Unite noch ein bisschen anders aus. Aber egal wie sie aussehen, man weiß, was sie machen. Das war nichts Gutes. Die waren immer ein großes Ärgernis für jeden Jäger. Und deswegen möchte man sie am liebsten so schnell wie möglich weg haben. Was ist das? Wow, hat die Katze da eine Falle gelegt? Holy shit. Crazy! Crazy, oh, was haben wir gewonnen? Crazy Falle, Alter. Crazy schlaue Katze. Seelenkernerz. Natürlich ist das ein Seelenkernerz. Warum auch nicht? Was soll es auch sonst sein? Ist ja auch Quatsch. So, Mr. Pukemucke. Schau dir auf den Schmucke. Ich hab was für dich. Das Ganze nennt sich ein Schwert. Und es tut weh. Das kannst du mir glauben. Es tut höllisch weh. Und das ist genau das, was mir gefällt an dieser Stelle. Nicht so laut. Und diese Monster immer so laut sein müssen, verstehe ich nicht. Wir haben hier Blitzfliegen. Guck zu mir, Mr. Pukey. Guck zu mir. Hier hinten. Hallo, hallo, hallo. Oh, schlechte Idee. Und dann auch abheben wollen. Oh, ganz schlecht. So geht das ja wohl nicht. Huch, ich wollte eigentlich... Genau das wollte ich machen. Huch. So, warte. Pokémon anvisieren. Naja, das hat so semi-gut funktioniert. Mr. Pokémon, warte. Ich will dich aufspießen! Mist. Na gut, okay. Dann sammle ich erstmal hier ein bisschen Kapseln ein. Und schieß dir in den Kopf. Das macht nämlich schon mal Spaß. Und hau dir! Okay, er wird schon wieder weg. Ich fass es ja wohl nicht, Pokey. Wo willst du denn hin? Immer. Du kannst doch nicht einfach weglaufen von mir. Vor deinem sogenannten Erziehungsberechtigten. Ich werde dich schon nicht in kleine Stücke zerhacken. Oh ne, warte doch. Das ist genau das, was ich vorhatte. Eigentlich. Eigentlich ist das genau das, was ich geplant hatte. Und genau das, was ich durchführen werde. Das dürfte außer Frage stehen. Okay. Tschüss, Pokey, mach's gut. Wir sehen uns gleich wieder. Dann hack ich dir den Kopf ab. Also man kann den Pokey ja viel nennen. Aber ich glaube, Herausforderung wäre das falsche Wort für ihn. Ist er jetzt mal down? Immer noch nicht? Holy shit. Er hält sich aber. Okay, aber nur wegen dem Pucki, der sich hier mal kurz verirrt hat? Ich meine, ist jetzt nicht besonders außergewöhnlich, glaube ich, oder? Also, was hat jetzt damit auf sich, ist die Frage, ne? Wir haben ja auch hier, oh, Pucki-Schuppe Plus, holy shit! Neue Pokékram. What? Damit kann ich bessere Sachen machen. I want that. I want that. Von der Expedition zurückkehren? Yes, sir. Nice. Zurückgekehrt. Alles nehmen. Oh yeah. Du hast viel gesammelt. Das freut mich natürlich. Jägerrang 11. Untersuchungsfortschritt, Fragezeichen Ratian.
Okay, was ist jetzt, was hat es jetzt damit auf sich? Kann mich mal bitte jemand aufklären? Jemand, der smarter ist als ich? Is everyone present? Nein. Good. And let's begin this emergency council session. Since we resolved the mystery surrounding Zora Magdaros, I've received some alarming news. The field team reports that they're observing a shift in monster behavior, namely invading other territories. On top of this disturbing information is the sudden appearance of older and more powerful monsters. Umso besser. Bringt sie her. Ich töte sie alle. Also, um sie zu erforschen, um sie zu verstehen natürlich. Much more powerful than the types of monsters we're used to seeing around here. A number of hunters have already been hurt. Some with very serious injuries. And I believe the fifth has more information they'd like to add. Yes, sir. The other day we discovered a strange trail in the Wildspire Waste. My opinion is that it belongs to a Rathian, but I'm not 100% sure. The size and other distinctive traits are there, but something is off. Hmm. Monsters are growing more powerful. And now, we might even have a new species on our hands. I highly doubt this is a coincidence. So, what do you suggest we do, Commander? Our damn jobs. We're a research commission. Get to researching. Klare Antwort. And while we're at it, we need to achieve two things. First, those dangerous monsters need to be taken care of. I'll be sending our best teams to each area. Second, we need to pick up where the fifth left off and gather more evidence on that new monster. While you're out there, keep your eyes peeled for any clues. Understood, sir. We won't let you down. Good. But exercise extreme caution. These monsters are nothing like the ones you've encountered before. Dismissed! Okay. Das ist ja denn wohl Classic, würde ich sagen. Ne, das kennt man. Suche nach Fragezeichen Rathian-Spuren. Nimm hochrangige Expeditionen und optionale Quests an, um Rathian-Spuren zu sammeln und mehr über dieses geheimnisvolle Monster herauszufinden. Sammle genug Rathian-Spuren und schließe Quests ab, um Forschungspunkte zu erhalten. Hast du genug Punkte, erstatte der ökologischen Forschungsgruppe Bericht, in dem du besondere Untersuchungen auswählst. Ein neuer auftretender Quest wird dann erstellt. Seit der Zora Magdaros aufs Meer geleitet wurde, wurden mächtige Monster überall in der neuen Welt gesichtet. Nimm hochrangige Quests und Expeditionen an, um dem nachzugehen. Hochrangige Quests. Quests mit einem Rang von 6 Sternen oder höher werden als hochrangig bezeichnet. In denen, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind, erwarten dich besonders starke Monster. Hochrangige Expeditionen. Hochrangige Materialien gewinnst du aus den furchterregenden Monstern, die dir auf vorrangigen Quests und Expeditionen begegnen. Hast du solche Monster erlangt? Ist klar. Das gute alte. Danke. Das gute alte Monster Hunter Prinzip ist klar. Rathian or not, we need to find that monster. Ja, machen wir doch. Machen wir noch. Machen wir, aber ich gehe erstmal zum Schmied, denn das ist wirklich wichtig. We need to find more of our mystery monster's trail. We should check every region. Mystery Monster. Or an optional quest. Take your pick. Ja, das mache ich denn schon. Aber erstmal will ich hier was. Hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an neuem Spezialwerkzeug und brauche Hilfe. Okay, oh, ja. Okay, dieses Wasservieh muss ich jagen. Okay, das klingt nicht nach einem Problem. Also, Fünfer, wie ist es dir ergangen? Hier ist es interessant geworden. Langsam kommen in Astera Materialien von diesen mächtigen Monstern an. Ich arbeite daran, diese Materialien in Waffen und Ausrüstung zu integrieren, die wir hier in der Schmiede herstellen. Während du hier bist, wirf einen Blick auf den neuen Ausrüstungsbaum. Ich glaube, du wirst vielleicht positiv überrascht. Ach, und dies ist für dich, das ist deine Dekoration. Ein Teil der Ausrüstung aus mächtigen Monstermaterialien hat Slots, wo du Dekorationen für diese anbringen kannst. Dekorationen können deine Fähigkeiten verbessern oder sogar neue hinzufügen. Warum versuchst du es nicht einfach mal? Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Genau, Angriff Juwel. Okay. Ja, Rüstungen wahrscheinlich. Können wir da. Holy fuck! What the actually frick? Haben wir neues? Nein. Aber hier. What the frick? Okay. Das ist einiges. Und vor allen Dingen, das ist von der Verteidigung her jetzt schon fast besser als mein. Ja, das sind die Grundwerte, ne? Wenn ich das Holy shit, Alter.
ich das upgraded habe, ist das ja mega gut. Effektiv gegen Wasser. Wir gucken uns die ganzen Rüstungen einfach mal an, würde ich sagen. Okay, das ist Stani, ne? Das kennen wir schon. Das hatten wir am Anfang auch. Nummer 2, das ist irgendwelche... Okay, ich glaube, die Ledersets unterscheiden sich nur in ihrem Aussehen. Ja, die Kettensets unterscheiden sich auch nicht. Und es hat ein Set davon hat halt Slots. Okay, das normale Kettenset haben wir ja nie gesehen, weil ich das nicht ausgewählt habe. Und das moderne Kettenset ist ein bisschen dunkler. Jägerset ist gut gegen Feuer und Wasser. Gucken wir uns natürlich auch mal an. Oh, nett, ne? Nett. Jägerset. Also Alpha ist klar. Und was ist Beta, ne? Dieses SZ-Zeichen war, glaube ich, Beta im Lateinischen. Ich, keine Ahnung, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Okay, das wird aus Jagras-Zeug gemacht. Und das auch. Das ist alles nur Erz. Okay, das Erz könnte ich schon mal machen, aber warum? Das Jagras-Set interessiert mich natürlich, weil der Jagras ist halt echt ein Lappen einfach nur. Knochen-Set, Alpha. Holy shit, aber das kennen wir ja schon, ne? Das ist gut gegen Feuer, Donner und Drache. Und das neue Knochen-Set. Okay, das sowas ähnliches haben wir auch schon. Gleiche nur mit dem Slot. Legierungsset. Wir gucken uns die alle an, Leute. Ganz gemütlich. Legierungsset, Armschienen, Alpha. Das ist ja gar nicht... Das ist ja gut gegen überhaupt nichts. Minus 2 Feuer, minus 2 Donner, minus 2 Eis. Das ist ja einfach nur Crap. Holy shit. Wer würde sich das denn nehmen? Okay, wer das nimmt, hat echt irgendwie was falsch gemacht. Königskäfer-Set. Alter. Sieht aus wie ein fucking... Also entweder ein Mecha oder ein Pokémon, Alter. The frick. Okay, das ist schlecht gegen Feuer und Wasser, aber gut gegen Drache. Holy shit, okay. Und das zweite Königskäfer-Set ist jetzt gleich nochmal in Weiß. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Braucht die ganzen Monster, die ganzen Käferzeug. Eine Vespuinen-Rüstung. Okay, nett. Schlecht gegen Feuer, aber sonst eigentlich rundum gut. Dafür brauchen wir halt Vespuinen-Kram, ist klar. Ah, ist auch extrem schlecht gegen Feuer und dafür aber gegen alles andere gut. Okay, das Kestodon-Set haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das Pukey-Set haben wir aber. Oh, das sieht cool aus. So ein Bandit. Schlecht gegen Donner, extrem schlecht gegen Donner sogar, aber gegen Wasser extrem gut. Botaniker, Spurenbausch-Experte. Das andere. Ah, nur eine andere Farbe. Okay, cool. Ja, nett, Alter, nett. Richtig, richtig nett. Kann man neue Ausrüstung schmieden schon? Drachenknochenspalt. Schwarzstahl-Hackmesser, Alter. Uhuhuhui. Ich will aber Langschwert. Kann man da irgendwas Neues machen? Wewin-Klingelblatt kann man von Anfang an übrigens schmieden, aber das will ich nicht. Drachenknochenstecher, Alter. Yo. Okay, krass. Das können wir uns mal speichern, irgendwie. Bjorn Fjord. Okay, Pukaisack. Drachenknochenhammer. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben. Soll ich die Drachenknochen... Also es gibt ja jetzt zu jeder neuen Waffe gibt es jetzt neue Drachenknochen-Sachen. Und es gibt drei Waffen, die ich wo ich nicht weiß, welche ich nehmen soll. Also einmal das Langschwert, der Drachenknochenstecher mit 330 Schaden, Drachenkraft 270. Drachenkraft ist übrigens gegen Älteste, also gegen Drachenälteste mega gut. Das ist eine Option, die wir machen können. Entweder das Drachenknochen-Langschwert, der Drachenknochen-Hammer, der 520 hat, 300 Drachen. Oder aber die Drachenknochen-Morph-Axt, der Drachenknochen-Schlitzer. Mit 350 Attacke und 210 Drachenzeug. Also ihr schreibt einfach in die Kommentare oder votet jetzt oben rechts Langschwert, Hammer oder Morph-Axt. Eins von den drei Sachen werde ich dann zur nächsten Folge erstellen. Und werde damit die Drachenältesten richtig schön auf die Fresse hauen, Leute. So wird's sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen Ausrüstungen. Und bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep hunting.